Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer, sparsam im Saal und hoffentlich noch ein paar mehr draußen. Ohne Kontrollen würden wir im Lebensmittelbereich sofort einen Wettlauf zu den niedrigsten Standards und sogar einer Unterschreitung der Standards einsetzen. Ob es um Alter der verarbeiteten Lebens- oder Futtermittel geht, um Schadstoffbelastung oder andere Qualitätskriterien, dass Kontrollen nötig sind, steht außer Zweifel, sogar bei der FDP. Es steht auch außer Zweifel, wer sie letzten Endes bezahlt. Egal ob Steuer- oder Gebühren finanziert, es sind immer Otto Normalverbraucher und Sabine Mustermann, wir alle, über unsere Steuern oder über die Preise, auf die Gebühren dann aufgeschlagen werden. Wir werden im Ausschuss die Thesen dieses Antrags, die da in der Begründung auftauchen, überprüfen. Unmittelbar leuchtet mir zum Beispiel nicht ein, warum die Umstellung plötzlich zu einem Generalverdacht oder zu einer Verschlechterung des Verbraucherschutzes führen sollte. Und dann wird in der Begründung für mich doch wieder Verbrauchertäuschung betrieben. Unter dem Vorwand, die, Zitat, drei Säulen der Lebensmittelkontrolle, betriebliche Eigenkontrollen, amtliche Überwachung und Verbraucherverhalten gleichermaßen stärken zu wollen, soll dann eben doch wieder privatisiert werden. Unabhängige Kontrollinstitute sollen die Aufgaben übernehmen. Die sind dann natürlich privatwirtschaftlich und die arbeiten gratis. Die verursachen keine Kosten, die stellen keine Rechnung aus. In ihrem Antrag und in der Begründung steht dazu dann nichts. Frau Blask von der SPD hat da ja auch schon nachgefragt. Der Verbraucher wird also dann über die Preise einfach nur noch eine weitere Zwischenstufe, diesmal private Unternehmen, mitbezahlen. Und da sehe ich nicht, wo da der Vorteil sein soll. Herr Bombels beklagte hier Bürokratie und Kosten in Nordrhein-Westfalen. Und die wollen sie jetzt privatisieren durch unabhängige private Kontrollinstanzen. Und dann ist alles schön, mit schlechterem Service und zu höheren Preisen wie bei allen Privatisierungen. Also da verstehe ich Sie wirklich nicht. Hier kommt es dann nämlich raus, der FDP-Antrag, das ist noch eine langweilige Variante des neokonservativen Mantras privat vor Staat, gewachsen aus ihren altbekannter wirtschaftsesoterischer, der Markt regelt alles Ideologie. Das ist das reine Sektierertum. Nee, ich bleibe hier schön stehen in der Mitte. Wo Ihnen die ich komme nicht aus meiner Ecke raus, Herr Bombels. Ich bleibe hier in der Mitte. Wo Ihnen die Entlastung der öffentlichen Haushalte anscheinend dann aber doch ein Anliegen ist in der Begründung des Antrags, das können Sie mit einer kostendeckenden Gebührenfinanzierung zwanglos erreichen. Also wir stimmen jetzt der Überweisung zu und im Ausschuss werden Sie dann weitere konkrete Fragen beantworten können und auch zu den Inkonsistenten in Ihrem Antrag Stellung nehmen müssen. Aber große Chancen im Ausschuss haben solche Anträge mit, ich sag mal jetzt, Sektentraktat-Niveau tatsächlich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.